eben jemand anderem geben. Ja, es tut mir leid, das war eine nette Idee, aber das hättest du mir noch vorher sagen sollen. Also ich wissen, dass du ausnahmsweise nicht den ganzen Tag beim Kumpel sein willst. Freu dich doch. Heute Abend dann. Ja. Alter, das geht schon über, ne? Die Ampel will mit ihrem sogenannten Sicherheitspaket unter anderem das Waffenrecht verschärfen. Sprengmesser sollen verboten werden, mit Ausnahmen etwa für Jäger und Handwerker. Für Volksfeste und andere Großveranstaltungen ist ein generelles Messerverbot geplant. Die Ermittlungsbehörden sollen mehr Befugnisse erhalten, um zum Beispiel Terroristen zu identifizieren, und sollen künftig auch Daten aus dem Internet zur Gesichtserkennung nutzen. Die Ampel will außerdem Ausweisungen erleichtern. Ich habe explizit erklärt, er wolle keine völkische Debatte führen, sondern wir müssen über eine kleine Gruppe junger Männer reden. Und da habe ich mir gesagt, ja, das tun wir ja, wir verschärfen das Jugendstrafrecht. Das ist ja auch Teil dieses Sicherheitspaketes. Insofern habe ich auch aus Reihen der FDP immer wieder angeboten. Wissen Sie vielleicht nach 10 Minuten, dass ich dazu niemals in der Lage wäre? Nehmen Sie. Wie war eigentlich das Verhältnis zu Ihrem Chef generell oder vor allem im Zeitraum vor dem 14.04. Also so schwer? Nicht viel zu tun, das stimmt doch. Und deshalb haben Sie diese Kreissäge manipuliert und so manipuliert, dass es ihn treffen würde. Sie wussten, dass er die am nächsten Morgen bedienen würde. Also erstmal. So richtig. Der Job ist für mich extrem wichtig. Meine Frau hat das alleinige Sorgerecht und lässt mich den kleinen nur sehen habe, wenn ich immer pünktlich Unterhalt bezahle. Natürlich war ich sauer, das ist klar, wenn Sie jetzt von heute auf morgen die Tür... Als Herr Reed von einer geheimnisvollen Nummer 1 getötet wurde, von der nie jemand etwas gesehen oder gehört hat, erschien mir auch verrückt. Aber es könnte ein Muster existieren, eine Brotkrumme. Mittwoch. Von der Polizisten umbringen, bei so einem Vorhaben kommt man nicht so leicht davon. Klingt ja auch nicht so, als ob er plant, irgendwo hinzugehen. Preston hat uns eine Forderung gestellt, dass unser Vermittler im Zimmer angerufen hat. Gewöhnlich will jemand einen Hubschrauber oder einen Bus. Er will nur, dass die überlebenden Mitglieder des Roten Teams zu ihm gebracht werden. Dann lässt er seine Geisel frei. Er ist auf Selbstmordmission, ich muss mit ihm reden. Der Kerl hat sich da drin mit einem meiner Detectives verschanzt. Sowas gebe ich doch nicht in die Hände eines suspendierten Beraters. Captain, ich weiß, wieso er das tut und ich weiß, was ich sagen muss, damit er aufgibt. Mir ist klar, wie ernst die Lage ist. Ich hole Ihren Mann sicher da raus.